Ich bin Dennis Hiller, der Wolf von Salmdorf, und werde Sekiro in seine Schranken verweisen. Kiei! Hallöchen, willkommen zu Folge 23 mittlerweile. Und ja, ich bin hier, Kongo, Burg Senpo. Bevor ich aber hier weitermache, werde ich Nothaltebuchts Anweisung folgen, denn wie ihr euch sicherlich erinnert, ich habe hier... nee, falsch. Wichtige Objekte, glaube ich. Dekorativer Brief. Subimaru, Sabimuru, Sibyl Sabbel. Die Beschreibung. Aschineburg, unterste Ebene der Festung. Und der meinte, ich soll zu den alten Ladies und da dreidimensionaler denken. Die alten Ladies, das ist für mich quasi... so, wie komme ich da hin? Vorzimmer, genau. Weil wenn ihr euch erinnert, da laufen ja diese komischen Samurai rum, die dann eben von diesen Omas quasi, ja, nicht beschützt werden, aber halt die Omas, die schlagen dann ja Alarm. Und dementsprechend schaue ich da jetzt mal kurz hin, weil vielleicht finde ich da diesen Sabbelsab. Entschuldigung, ich weiß legit nicht, wie das Ding, Sabimaru, Sabamaru. Naja, ist ja egal, ihr wisst, was ich meine. herrlich. Ladezeiten weniger herrlich heute, aber kommt ja auch mal vor. Gut, dann machen wir jetzt gut. Ich muss nur aufpassen, weil ich ja, wie in diversen Podcasts schon erzählt, jetzt mit Dark Souls angefangen habe, dass ich hier steuerungstechnisch nichts durcheinander bringe. Und wie ich dank, ich weiß leider nicht mehr, wahrscheinlich Elfand oder Elrod, dank den Kommentaren weiß, dieser Nebelsponsor, den ich da jetzt als Ninjutsu habe, der verbraucht Geisterembleme. Das ist tatsächlich ein sehr wertvoller Tipp, weil Geisterembleme sind halt auch eine endliche Ressource, also eine begrenzte Ressource, und die will ich natürlich nicht irgendwie da rausblasen ohne Ende. So, ich muss jetzt hier noch aufpassen, fällt mir gerade auf, weil da jetzt diese Tür auf ist und die kann ich auch nicht wieder zumachen, weil dann sehen mich die Halodris hier. Da ist die alte Lady, da ist die alte Lady. Ich räume hier jetzt erstmal kurz den Samurai und die alte Lady weg. Einfach, dass ich da mal... Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, das war jetzt natürlich stark, weil ich jetzt erstmal alle aufmerksam gemacht habe. So, ich bin weg. Der Shinobi, den ihr sucht, ist nicht in dieser Burg. Ah ja, okay, passt. Ich glaube tatsächlich, die lassen mich in Frieden. Naja, ihr seid nie... Wer kommt? Aber ist egal, den kann ich mir quasi von hinter der Wand schnapseln. Hallo? Oh. So. Wenn der das nicht so genau nimmt mit seiner Ehre, beziehungsweise seinem Dienst, dann kann ich den wegmachen. So, dreidimensional denken. Das heißt für mich nach oben und nach unten, ne? Du schrei ruhig. Weil hier ist eine alte Lady. Nee. Ach scheiße, die war ja den einen Raum weiter, stimmt. Okay, machen wir erstmal ihn hier, ne? Die sind echt anstrengend, die Kollegen, ne? Vor allem dieser komische Ellbogenstoß von ihm. Ich schwöre, aber ich drück da eigentlich auf Blocken, ist doch doof. Naja. Naja. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Hier war ja dieser Geheimraum, oder? Aber den habe ich ja schon. Ziemlich sicher. Ja, ja. Entschuldigt bitte, es ist gerade... Ja, ja, den habe ich schon. Es ist alles gerade so ein bisschen... Kopf. Kopf. Ich habe Kopf. Nee, aber ich will ja jetzt eigentlich den Subimaru. Gut, da sind die beiden. Aber hier geht's ja... Ich weiter raus... Geht's vielleicht... Geht's hier irgendwo runter?
Da unten stehen zumindest welche. Ah, vielleicht meint die Nothaltebucht den hier. So, und wenn ich dem da jetzt auf den Kopf springe, kriege ich doch keinen Schaden normalerweise. Das schaut doch sogar einigermaßen richtig aus hier, oder? Gut, die habe ich meisterhaft weggeninjert. Das schaut doch zumindest nach irgendwie einem Gebiet aus, wo ich noch nicht war. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, Nothaltebucht, selbst wenn du mich nicht hierhin lotsen wolltest. Aber es ist mal was Neues. Ah! Das ist jetzt quasi der vordere Bereich von Aschinaburg, wo quasi ich weiß nicht, welcher General stand, aber da stand einer von den Generalissimus. Jetzt komme ich mit. Okay. Das können sie halt einfach, ihre Spielwelt so ein bisschen zusammenhalten, gell? Schicke Mini-Pagode haben sie hier drin. Hier geht ein Treppchen rauf. Treppchen rauf, Treppchen runter. Naja, gut. Ist auch ein komisches Treppchen. Da sind irgendwie 2 Stufen so hoch wie der ganze Wolf. Ah, naja. Was ist dies? Eine Aalleber, okay. Die wäre wahrscheinlich dann wieder praktisch gewesen gegen Genichiro. Wobei ich den auch so super weggehauen habe. Gokans Konfekt. Ah ja, da ist eine Kiste. Sabimaro. Und es ist natürlich eine Prothese und kein eigenes Schwert. Weißt du, ich habe ja irgendwie gedacht, dass es ein eigenes Schwert ist. Naja. Aber ist gut zu haben, weil jetzt habe ich ja quasi die Möglichkeit, mit dem gegen diesen Kopflosen anzugehen. So verstehe ich das. Wo geht's hier noch hin? Ach, da schau, guck. Und jetzt sind wir hier. Alrighty. Alrighty. Wie gesagt, das können sie einfach, die From Softwares. Irgendwie die Spielwelt so geil ineinander verschlingen, da sind sie einfach gut drin. So. Das hilft dir aber jetzt leider nichts. Und dir noch weniger. So, und dann reisen wir jetzt nämlich zurück. In den maroden Tempel, weil ich will die Prothese haben und ich erinnere mich vage, dass ich am Anfang vom Senpo-Tempel doch einen Kern, Kürbiskern gefunden habe. Kürbiskern heißen die so? Ihr wisst, was ich meine. Ach, ja, gut, die steht ja jetzt woanders, die andere. Naja. Ja. Dir auch einen schönen Tag. Neues Prothesenmodul. Jip, jip. Oh, man hat mittlerweile echt viel, gell? Verbraucht Geisterembleme ist, so. Wunderbar. Kann ich irgendwas verbessern, wenn ich jetzt gerade schon hier bin? Ja, das war jetzt eine nötige Animation, Alter. Ich kann in der Tat verbessern. Jetzt ist nur die Frage, was will ich denn? Gewaltige Salve, Feinde durch die Luft schleudert. Die Axt hat sich ja als sehr gut erwiesen. Die Nebelrabe, die finde ich eigentlich doof. Sabimaru. Löst einen Gift-Anomalie-Status aus. Das klingt voll verdammt nützlich. Und von dem aus könnte ich dann auch die nächste Stufe der Axt nehmen. Und die ist dann feurig. Ja, das machen wir. Verbessertes Sabimaru verbessern. So, und jetzt brauche ich hier ein Scheißviel an Materialien, aber die lohnen sich. Sage ich jetzt einfach mal. Gut, dann gucken wir noch mal. Der hatte ja auch so ein paar interessante Sachen am Start, der Typ. Ach ja, dem geht's ja nicht gut. Ja, aber Hauptsache noch. Schön Kohle machen, ne? Was hatte der denn noch so? Zack.
Richtige Kürbissamen, genau. Da wollte ich auch noch welche. 2000 kosten die. Dann ist demnächst auch mal angesagt, ein bisschen Kohle quasi zu farmen. Oder habe ich noch Geldbeutel, die ich poppen könnte? Also öffnen meine ich damit natürlich. Ja, aber wie? Ja, Wahnsinn. Wie viel war ein voller Geldbeutel? Das war doch ein Taui, oder? Genau. Ja, easy, dann hole ich mir da jetzt gleich den Samen. Und dann dürfte da doch alles Tito sein. So, das dürften jetzt 500 sein. Ja, und jetzt fehlen mir noch 90 und das müsste ich dann mit einem kleinen Geldbeutel hinkriegen. Joffi-Toffi, Hallöchen. Nein, du wirst nicht sterben. Ich könnte den ja auch mal heilen. Also allgemein diese Drachenseuche mal wieder. Aber erstmal Kürbissamen. Danke. Jetzt gucken wir mal. Wäre auch interessant zu wissen, ob sich das dann irgendwie auf das Inventar von ihm auswirkt. So. Drachenfäule-Wiederherstellung, jawohl. Und Bruder, jetzt keuchst du nicht mehr, wa? Wir gleich. Jo, tada. Ah, jetzt kann ich auch mit ihm reden.昔の手癖でな、つい集めっちまうのさ。供養供養が嫌になって、一味も抜けたが、死体を見るとやっぱり放っておけなくてな。それにまあ、死なに貴賤もないだろう。Ja, wenn du das sagst. So. Ach, der hat hier auch noch ein Memo für eine dreistöckige Pagode. Ja, ist das nur wichtig oder nicht? Naja, ich habe ja noch einen großen Geldbeutel, oder? Mei, bringt ja nichts, immer auf seinem Geld zu sitzen. Im echten Leben. Ich habe eigentlich keins, aber egal. Hauptsache nicht geizig sein. So, kauf mal. Dankeschön. Ist wahrscheinlich totaler Käse jetzt. Wo wird das jetzt sein? Hier. Im Inneren des Hirata-Anwesens soll es einst einen wertvollen Schatz. Scheiße. Na gut. Das war unnötig. So, und ich gehe jetzt auf Anraten mal hier hin und rede kurz mit dem wegen dem Sprungkonter. Das war unnötig. Training? Mikiri-Konter hatte ich doch schon. Hä? Ich dachte, ich kann bei dem auch den Doppelsprung üben. Aber gut, dann Mikiri kontern wir den jetzt halt, dass die Schwarte kracht. Ups. Na komm. Und zapp, zarab. So schaut's aus. Ja, gut. Muss ich die anderen Trainings auch mal? Ich mache jetzt einfach mal schnell die Trainings, komm. Ausweichschritt, ja, okay. Ah, das war jetzt natürlich nix. So, einmal Ausweichschritt. Ja, ich kämpfe erneut gegen dich. Das ist aber auch nervig, weil ich dann quasi so durch das um ihn rumtänzeln. Jetzt. So, noch einmal. Ja, ich kämpfe erneut gegen dich. Alles gut, Patan. Oh, hat der mich echt erwischt, oder? Mei, mei, mei. Ja, das ist echt so ein bisschen. Oha. Jetzt. Das sollte jetzt zählen, oder? Gut. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum der nicht mehr Trainings für mich hat. Ja. So. Ja.
Jetzt muss ich dem sein Timing natürlich reinkriegen. Nummer uno. Ja. Das ist natürlich schon was, das fehlt bei Dark Souls einfach extrem. Ich meine, klar, man kann da einen Gammelmops üben, aber das ist halt, ups. Das ist halt nix im Vergleich, ne? Weil hier, das sind einfach grundlegende Techniken. Wobei, wie gesagt, dieser Doppelsprung, der fehlt mir irgendwie. Oder muss ich mir den erst kurven? Aber, naja. Jetzt machen wir noch Angriffe. Also, das ist ja lächerlich jetzt langsam. So. Also, ich sollte jetzt quasi einfach da, zack, zack, zack. Ja, ja, nochmal. Zack, 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 Stich. Und nochmal. Mada, mada. So, genug Mada, mada. Ah, das mehr wie ein echter Kampf ist. Um die Zeit totzuschlagen. Freier Kampf ist jetzt verfügbar. Achso. Freier Kampfgrundlagen. Muss ich denn jetzt auch dreimal murksen wahrscheinlich, oder? Ja. Oh, das habe ich nicht aufgepasst. Es ist jetzt halt auch so, man merkt halt, dass es jetzt ganz dolle nur so ein Alibi-Ding ist. Also wenn er mal irgendwie ein Boss wäre oder sowas. Oh, warum ist der nicht mehr anvisiert? Neue Trainingsoption. Ah, Ausweichschritt, Parierkette, Vitalität und Haltung, Stoßangriffe kontern, Rundumangriffe kontern. Ich glaube, das sind so die wichtigeren. Nehmen wir mal Stoßangriffe. Kontere feindliche Stoßangriffe und führt 3 Todesschläge. Hä? Okay. Also das sind quasi so Stoßangriffe, die man aber nicht Mikiri kontert dann, oder? Ah, man kann die quasi Mikiri kontern oder man kann alternativ sie parieren. Das ist auch gut zu wissen. Mada, mada. Mada, mada. Bam-di-di-di-di. Mada, mada. Bam-di-di-di. Mada, mada. Danke, danke. So, und dann sind es wahrscheinlich noch diese Rundum-Angriffe. Ah. Springen und dann im Sprung. Ja, ja, das ist jetzt dieser Doppelsprung. Jetzt greif halt an, du Arsch. Hetzer. Ja, das war jetzt irgendwie... Oh, geiler Move, ey. Das war jetzt sehr viel Kuddelmuddel, aber... Ich sehe nur tatsächlich keinen Unterschied in den Mikiri-Zeichen, in den Kanji. Das heißt mal nicht Bs. Das schaut für mich genauso aus wie beim Stoßangriff. Naja, da muss ich echt schauen, dass ich quasi diesen Sprungtritt, also hier diesen Kick, dass ich den wirklich exakt mache. Ja, ja, wenn ich so über ihm bin. Also direkt in der Luft bringt der ja gar nichts. Hallo. Ja. Sondern halt so. Also. Hm. Das sitzt noch nicht ganz. Ja, irgendwas stimmt nicht. Komm, greif an jetzt. Irgendwie. Na komm.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da jetzt anders gemacht habe. Sorry, aber die wiederhole ich jetzt nochmal, die Trainingseinheit. Muss jetzt mal drin sein, ihr habt ja auch gesagt, komm, gönn dir mal ein bisschen Training. Und das ist, glaube ich, echt nichts Verkehrtes. Ah, jetzt war es schon besser. In der Luft nahe dem Feind, ja. Aber jetzt war ich nahe dem Feind für meine Begriffe. Komm. Mensch. Ja, du greifst nicht an. Hier. Das kapiere ich irgendwie nicht. Das war jetzt besser. Also irgendwie muss ich das anscheinend doch schnell hintereinander drücken. Ja, das ist... Jetzt triggert das wieder nicht. Also die besten Chancen habe ich wirklich, wenn ich A gedrückt halt. Mother. Naja, also es ist wirklich, wenn ich A gedrückt halt, dann triggert das quasi sauber. Gut. Wie gesagt, ich sehe noch keinen Unterschied in den Kanjis. Tut mir leid. Okay. Das ist gut zu wissen, dass ich jederzeit kommen darf. Vielen Dank. Dann haben wir jetzt das Training auch mal gemacht. Ich hoffe, dass jetzt die Elfans und Elrods happy sind. So, wir reisen zu Kuros Zimmer, weil da ja die Emma rumsteht. Außer sie ist da jetzt schon wieder abgehauen. Ach, Emma. Warum hast du mich verlassen? Oh, Emma. Na komm. Gut, vielleicht will die auch mal wieder Blut haben, die Emma. Also ihr wisst schon, infizierten Blut. Hier kann er auf einmal hochgehen, diese Riesenstufen. Naja. Ach komm, das ist doch scheiße. Die kann mir jetzt ernsthaft... Was sind das für ein Schmarrn jetzt? Jetzt habe ich hier zwei Kürbiskerne und die kann mir da nichts machen, oder wie? Das ist doch kacke. Also sorry, aber... Mann. Vier Gebetsperlen. Ja, toll. Toll. Na gut. Dann renne ich jetzt einfach mal zu dem Ishin. Vielleicht triggert das da ja, dass die Emma wieder netter wird. Ist doch... Sorry, aber das finde ich einfach nur noch... Also, und... Ja, ist einfach kacke. Sorry. Anders kann ich das jetzt nicht sagen. Mann, ey. Das sind dann schon wieder Sachen, das ist halt wieder From Software, ne? So, ich muss immer dem Rauch folgen. Oh, Scheibenhonig. Ja, jetzt ist die Laune im Keller wegen dem geschissenen Emma-Thema. Alter Vater, ey. Das war jetzt ja mal ein kompletter Griff ins Klo. Was war denn da jetzt los, hey? Naja, ist jetzt auch nicht tragisch, weil die zwei da unten, die sind mir tendenziell ja wurscht. Mir geht es jetzt eher darum, dass ich hier den Rauchschwaden folge. Das war jetzt auch ein unfreiwilliger Absturz. Jetzt ist nur die Frage, welchen Rauchschwaden soll ich denn folgen?
Hier unten steht schon wieder einer von den Ärschen. Ach, ich bin jetzt wieder, ja klar, ich bin jetzt wieder vor der Burg. Die lotsen mich jetzt da runter. Das heißt, er ist in einem der Wachtürme. Oder lotsen die mich eigentlich rauf? Ich glaube, eher so rum ist es. Ich reise jetzt nochmal nach oben. Weil ich meine, es kann ja nicht sein, dass sie mich hier runter lotsen. Das ist ja Quatsch eigentlich. Nee, Quatsch. Kuros Zimmer. Das ist ja eigentlich Quatsch. Also das sind wirklich so Sachen, die nerven mich an den Souls-Spielen so ein bisschen. Wie auch bei Dark Souls, wenn man irgendwie nicht menschlich an einer Stelle ist und dann jemanden nicht herbeschwört, ist der dann in einem späteren Bosskampf auch nicht da. Es ist halt so, das sind so Sachen, die kannst du entweder durch Wiki lesen oder durch Trial and Error rauskriegen. Oder durch nette Kommentatoren. Warum bist du jetzt da runtergeplumpst? Da dampft's. Da waren die sieben Speere. Kapiere ich jetzt aber nicht, hier raucht's überall. Oh, da liegt was. Ist er vielleicht in einem von denen, weil zu denen bin ich bisher ja nicht gekommen. Ja. Das ist doch ein Meister, oder? Hey Meister, hier bin ich, Wolf heißt er. Miko-sama no mei ni te. Oh, ukagaitai koto ga. Sono mae ni saki ja. Ha. Geil. Ochimizu ni miirareta wa ga mago Genichiro. よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。巡ってここに至るか。 Aufhebung der Unsterblichkeit oder Alkohol? Jetzt erstmal Unsterblichkeit. ならば、あるいは鍵となるやもしれん。不思議。尋常なすべでは死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが首を落とそう。ね、それ、私は。 誠であれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議よ。 Wo ist sie? Ja. 不思議よ。仙宝寺にあると。ああ、da bin ich eher auf dem richtigen Weg, ja? 不思議は抜けぬというぞ。抜けぬ。 ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ
Ja gut, aber ich komme ja rauf über dieses Loch im Dach, wenn das schon die Tore sind, die verschlossen sind. Sauf mal ein. Aber Hauptsache angepisst tun. Solange wir die Strahlen nicht gekreuzt haben. なかなかに面白かったであろう。人は巴あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。 見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あの一たびのみじゃ。行くか、赤炉、伏立ち、それもまた戦よ。そして戦では関わる者の願いやら企てやらが 渦を巻き寄る。迷えばその渦に飲まれ、戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば敗れるぞ。 Zögern heißt verlieren. Gott. Also immer mitten in die Fresse rein. Willst du mich eigentlich? Okay, welche Gegner ich jetzt auch immer getriggert habe. Oh, okay. Ja, visier sie bitte mal an, danke. Ja, toll. Gutes Spiel, 10 von 10. So. Komm schon, Alter! Also zwei von denen, beziehungsweise drei sind es ja viel mehr, das ist schon... Das ist schon echt eine Nummer für sich. Ich wollte eigentlich nur schauen, ob es hier irgendein Geheimnis gibt. Das war legit mein ganzer Beweggrund und ich bin mir fast sicher, dass ich hier schon war. Mir kommt das alles so verdächtig bekannt vor. Warum hat er denn drei so Arschlöcher und wir sind doch Kumpels? Ja. Gott. Ich bin raus. Das lohnt nicht. Aber vielleicht ist die Emma ja jetzt wieder an ihrem Platz. Und dann sind wir für heute ja eh am Ende. Das war jetzt doch ziemlich viel, so mit Story machen und so weiter. Ist uns einiges zusammengekommen, du. Ich dachte halt, dass das eine weitaus größere Nummer mit dem Ishin ist. Ich hatte jetzt eigentlich schon wieder damit gerechnet, dass es halt... Fight! Moment, ich komme jetzt hier durch. Wobei die MAE oben steht, also ist eigentlich Quatsch. Aber gut. Gesundheit, Bur. Hallo, Emma. Ishin-sama-tomo, awareta yo desu ne. Deo iwareta. Genichiro-tono,
そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は、ja, das habe ich mitbekommen. Na, nun nicht. Achso. Achso, ja gut. Und machst meine Flasche voll. Ja, gut. Meine Herren. So, sehr gut. Dann haben wir das. Der Bur ist weg. Die Bibliothek ist offen. Was ist hier? Räuchergefäß untersuchen. Sakura-Blumen. So, und das Gespräch mit dem Erben heben wir uns für die nächste Folge auf. Dann haben wir einen smoothen Einstieg und dann geht's wirklich in den Tempel. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und denkt dran, wenn am Ende von Folge 25 noch nicht alles finanziert ist für die nächste 5er-Staffel, ist hier vorbei. Also lieber auf Gamers Global gehen und nochmal was ins Segel schmeißen. Ciao.